Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Lautschmer und ich begrüße euch wieder bei The Last of Us Remastered. Und wir sind immer noch auf dem Weg zu Robert und vor allen Dingen Remember Who We Are. Ganz genau. Wir sind hier immer noch mit unserer Partnerin, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Und wir bilden jetzt mal hier eine Räuberleiter. Okay, gut. Wir hatten gerade eben ein Gefecht noch in Episode 2. Wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut es euch auf jeden Fall an. Allgemein, wie gesagt, ist es wichtig, jede Episode da zu verfolgen, wem das Spiel interessiert. Denn es ist halt einfach mal sehr storylastig, dieses Spiel. Und das ist auch gut so. I like storylastige Spiele. Ja, und das ist halt ganz groß Kino. Und kommt vielleicht sogar noch ins Kino, oder ich glaube, ja. Ja, ich bin mal echt gespannt. Da werde ich auf jeden Fall mal wieder reingehen. Ja, dann gehen wir durch. Zack. Mehr von Roberts Leuten. Ja, woher weißt du, ich sehe sie. Zwei von uns hat's erwischt, als sie Tessie jagten. Ich bin sicher, dass sie und Joel hierher unterwegs sind. Jetzt wegen Robert. Scheiße. Genau, Tess, so hieß er. Den Job mal abgelehnt. Was soll man machen? Überprüfen wir alles, nicht, dass hier wer rumschleicht. Jo, dann schauen wir mal, dass wir die lautlos ausgeschaltet bekommen. Also, der ist schon mal hin. Jetzt müssen wir zum nächsten. Ja, langsam, langsam. Und dann... Dreieck. Na. So. Und weg ist er. Ist hier hinten noch irgendwas? Nein. So, dann gehen wir mal hier weiter. Ich glaube, hier können wir rein. Oh, hier ist auch noch einer. Muss man unbemerkt reinkommen. Okay, langsam. Was ich sagen wollte. Oh. Hände weg von ihm. Immer. Sehr schön. Bleib cool. Hey. Oh. So hast du nicht gedacht. Ist er jetzt geflüchtet? Naja. Zack. Gehen wir mal ins Übergebraten. Wie sieht's mit dem anderen Typ aus? Der wollte nicht so gehorchen, ne? Schien es mir so. So, gibt's hier noch irgendwas? Wir gehen schon mal wieder in die Ducke, weil ich glaube, hier geht's wieder weiter. Ah ne, hier sind wir hergekommen. Ich finde dieses Arschloch. Ah, da ist er. Du wirst hier nicht rauskommen. So, zack. So, sehr schön. Der hat einen Schlüssel gehabt. Jawohl. Schauen wir uns um. Ja, Mädel, das wollte ich auch gerade sagen. So. Siehst du, können wir schon mal die Tür hier öffnen. Hm, da sind auch wieder welche. Verdammt, hast du das gehört? Jawohl, der eine kommt schon mal rein. Den können wir schon mal ausschalten. So. Was? Ey. Dafür wirst du mich sein. Zack. Und mit dem Schädel schön drauf. Ja, ist schön, also... Gewalttätig ist das Spiel auch natürlich. Es schreckt jedenfalls nicht vor körperlicher Gewalt zurück. Was ich auch gar nicht schlimm finde. Muss man ja auch mal machen. Ne? Ab und zu geht's halt nicht anders. So, ich glaube, wir gehen da hoch mal. Ja, sieht gut aus. Da ist einer. Zack. Oh. Ja. Okay, den haben wir auch flach gelegt.
So, jetzt schauen wir mal, was wir hier alles Schönes haben. Okay, hier ist, glaube ich, nichts Interessantes. So. Gehen wir mal hier rein. Was haben wir hier? Ein Messer. Genial. Ein Messer ist eine lautlose Waffe, mit der du Gegner schneller und geräuschloser ausschalten kannst als mit Erwürgen. Schleiche dich von hinten an einen Gegner an, ergreife ihn mit Dreieck und drücke Dreieck erneut, um ein Messer zu benutzen. Die Verwendung von Messern ist eingeschränkt. Wenn sie abgenutzt sind, zerbrechen sie. Verbessere ihre Haltbarkeit, indem du Trainingsbücher findest. Alright. Schauen wir mal. Werden wir gleich mal zum Einsatz bringen. Da ist wieder einer. Darf uns nicht denken. Aber den haben wir jetzt erstmal hier im Blickfeld. So. So, kommt er da wieder? Nee, scheint erstmal abgelenkt zu sein. So. Gehen wir erstmal darüber. Wir müssen ihn ausschalten, das ist ganz wichtig. Das. So. Komm schon! Hey! Oh ja. So benutzen wir das Messer. Gar nicht schlecht. So. Hier kommt der Manager. Oh. Ey, okay. Den hattest du nochmal frei. Zack. Und. Die waren für mich. So, Medikit haben wir auch wieder. Wir bräuchten hier mehr Leute. Wir wären nur im Weg. Ja, das stimmt. So, los, hier waren wir doch. Zu den Docks geht's hier lang. Zu den Docks? Packen ja, das. Okay. Dann zeig mir das doch mal, Mädel. Kann doch nicht alles wissen. Du kennst dich hier viel besser aus. So. Okay, ich helfe dir mal wieder. Okay, Himmel. Hä? Halten, genau. Ah ja, okay. Es steht ja da. Dann heißt das nicht mehr loslassen oder mehrfach drücken. Einfach nur halten. So. Da ist er. Dieser eingebildete Mistkerl. Bringen wir es hinter uns. Ja. Will ich auch so sagen. So. Gehen erstmal da rein. Wir müssen klug vorgehen. Ja, ich hoffe. Wir gehen klug voran. Da ist schon wieder ein Messer. Das ist sehr gut. Er sollte uns lieber was liefern. Und selbst wenn, was dann? So. Das ist schon mal Geschichte. So, wir könnten hier mal unseren Lauschangriff mal wieder machen. Also bringt uns hier nichts. So, jetzt gucken wir mal, wo die nächsten sind. So. Nehmen uns wieder eine Flasche. Könnten wir den hier ablenken. Und die werfen wir dann mal hier hin. Hey, glaub, hast du was gehört? Wir eh da. Was war denn das? Komm schon! Schnapp ihn! Hey. Wo war's? Oh, fuck. Komm schon. Können wir mal kurz hier aufhalten. Ah, schießen müssen wir noch üben. Oh. Komm, wir müssen uns, glaube ich, mal wieder verbinden. Okay. Sehr schön. Wo ist er denn, der Knecht? Ah, da. Jetzt hab ich den.
Alter. Headshot. Der hat nur diesen Holzbalken, soweit ich das mal gesehen habe. Oh. Können wir auch mal nehmen. War da noch einer? Zack, komm her. Kriegst du gerade mal quer über das Gesicht gezogen. Das tut gut. So, naja. Leise vorgehen ist was anderes, aber manchmal bleibt dir halt nichts anderes übrig. So. Jetzt gehen wir weiter voran. Das Büro. Robert ist bestimmt da drin. Hier ist wieder Medikits. Sehr gut. So, hier wurden Karten gespielt. War offensichtlich kein Quint, wie bei The Witcher. Zurück, verdammt! Wir wollen nur reden, Robert. Es gibt verdammt nochmal nichts zu reden! Nimm die Knarre runter! Haut endlich ab! Haut ab! Na, jetzt müssen wir aber Gas geben. So, komm schon. Hier lang. Und weiter geht's. Du entkommst uns nicht. Du Drecksack. Wir haben ihn gleich. Wo ist er lang? Shit. Shit. Ah ja, ich glaube, ich weiß. Hallo, Robert. Tess. Joel. Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. Scheiße, verdammt! Hab dich vermisst? Hör zu. Was ihr immer hier gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich will damit nur die sagen... Die Waffen. Willst du uns sagen, wo sie sind? Ja, klar. Aber... es ist kompliziert. Okay. Hm. Hör zu. Lasst mich einfach ausreden, okay? Stopp! Hör auf zu jammern. Was würdest du sagen? Ich hab sie verkauft. Wie bitte? Ich hatte keine Wahl, ich hatte Schulden bei jemandem. Und zwar bei uns. Ich würde sagen, du hast dich verzockt. Ich brauche einfach nur mehr Zeit. Gib mir eine Woche. Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest, mich umzubringen. Komm schon, so wer hat die nicht. Waffen? Ich kann nicht. Gib mir ein paar Tage und... verdammt! Wer hat unsere Waffen? Die Fireflies. Sie sind bei den Fireflies. Was? Sie sind alle so gut wie tot. Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen, ne? Wir holen die Waffen. Und was meint ihr? Komm schon! Scheiß auf die Fireflies! Schnappen wir sie uns! Das ist eine Scheißidee. Wow! Tess! Dein Abzug sitzt aber ganz schön locker. Was jetzt? Wir holen uns unsere Ware zurück. Wie? Keine Ahnung. Wir erklären es ihnen. Na dann, suchen wir die Fireflies. Da müsst ihr nicht lange suchen. Bitte sehr. Queen Firefly. Was wollt ihr hier? Geschäfte. Das sieht schlimm aus. Wo ist Robert? Ich wollte ihn lebend. Die Waffen, die er euch gegeben hat, das waren leider nicht seine. Ich will sie zurück. So läuft das nicht, Tess. Und ob es so läuft? Ich habe sie bezahlt. Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen. Wie viele Karten willst du dafür haben? Lebensmittelkarten sind mir egal. Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln. Ihr macht das? Und ihr bekommt die Waffen und mehr. Hast du sie denn überhaupt?
Das heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht. Ja, das stimmt. Ich zeig euch die Waffen. Ich muss hier weg. Was sagt ihr? Ich will die Waffen sehen. Folgt mir. Wir müssen hier weg. Sofort. Ihr wollt den Deal? Dann los. Jo. Wir wollen den Deal. Hier durch. Also folgen wir dir. Uns bleibt ja eh nichts anderes übrig. Ich weiß einen Ausweg. Kommt. Komm, Tess. Na komm. Na gut, dann gehe ich diesmal vor. Ja. Ganz nach oben wahrscheinlich. Jetzt. Ach du Scheiße. Deine Leute? Der Rest von ihnen. Was glaubst du, warum ich euch fragen muss? Hm. Hier lang. Warum jetzt? Wir waren ruhig. Wir wollten die Stadt verlassen, aber sie brauchen Schuldige. Sie wollten uns provozieren. Sie haben es wohl geschafft. Wir mussten uns verteidigen. Oh, da gibt es wieder eine Menge Zeug einzusammeln. Sehr schön. Schauen wir mal, ob es hier noch was gibt. Okay, ich muss hier wahrscheinlich helfen. Hilf mir doch mal. War mir klar. Da muss der starke Joe wieder dran. Hey. Es geht. Moment, Soldaten. Da geht's raus, die Tür unter der Brücke. Keine besonders schönen Aussichten. Es ist zwar nicht deine Art, aber wir könnten um sie herumschleichen. Mal sehen, wie es läuft. Lasst uns gehen. Ja. So, mal wieder schleichen ist angesagt. Wir müssen zu dieser Tür. Jo, habe ich anvisiert. Aber wir müssen da mal lang gehen. Okay, wir folgen hier einfach jetzt mal. Ja, da ist ein Ziegelstein. Ja, ich probier's. So. Ah, hier ist wieder was. Okay. Im Regal. So. Da ist wieder ein Soldat. Na, komm schon. So, den haben wir auch. Irgendwo hat sich noch einer versteckt. Da ist er. War das auch noch jemand? Das Medikit streichen wir uns erstmal ein. Können wir so an ihn hin? Oh, okay. Das machen wir erstmal langsam. Wir warten erstmal ab, bis der da gekommen ist. Diesmal wollen wir hier unsere Stealth-Aktion erfolgreich abschließen. Ohne Primbamborium hier gleich wieder einen Mods-Alarm auszulösen. Oh, da kommt auch noch einer. Okay. Das wird nicht gerade einfach. Okay, sie gucken sich gegenseitig an. Das. Hm.
Müssen wir vielleicht jemand anlocken? Mal schauen, was wir vielleicht irgendwo auflesen können. Ah ja, hier haben wir einen Ziegelstein. Den schmeißen wir mal hier hin. Hast du was gehört? Ja, ich hab's gehört. Augen offen halten. Ich hoffe nur, er geht mal hin. Dreh dich um. Jetzt dreh dich um. Na toll. Naja, vielleicht kann ich auch so an ihn vorbei. Oh, verdammt! Was? Ach, ihr seid doch blöd, ihr Weiber. Zack. Jawohl, schön am Kehlkopf. So. Hey, du wirst schon nicht an Frauen vergreifen wollen. So, zack. Wo war denn da noch jemand? Hä? Hab ich einen übersehen? Ja gut, wir gehen am besten mal runter. Ja. Müssten wir doch eigentlich an der Tür sein, wo wir hin wollten. Ja. Wohin gehen wir, Marlene? Das würde ich für dich hoffen, Marlene. Hältst du weiter durch? Ich bin ganz schön fertig, aber es geht schon. Wir sind jetzt auch gleich da. Achtung, die Sperrstunde tritt jetzt in Kraft. Mist, wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Was sollen wir schmuggeln? Ich zeig's euch. Ich bin echt mal gespannt. Was sollen wir schmuggeln? Gut, ich weiß es ja, aber ich will es ja spannend machen. So, da müssen wir rein. Joel, hilf mir mal eben. Oh, oh, oh. Vorsichtig. Steh auf. Die Scheißfinger von hier! Hör auf damit! Müsst ihr jetzt schon Kinder rekrutieren? Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist! Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Aber ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleibe ich. Ellie, das ist unsere einzige Chance. Ellie. Wir schmuggeln Sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele wie Robert hat. Wo du es gerade sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe? Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu, bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sein. Sie ist bloß Ware, Joel. Mann. Keine Diskussion. Alles wird okay. Jetzt geh mit ihm. Halt dich ran. Und du, komm her. Gehen wir.
So, da wäre Ellie, die zweite Hauptprotagonistin vom Spiel Last of Us Remastered. Endlich ist sie jetzt auch in der Episode 3 zu uns gestoßen, wenn auch erst am Ende. Denn, wie ich jetzt schon angekündigt habe, das ist das Ende der Episode 3. Ja, ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Dann lasst doch mal einen Daumen da, das wäre schön. Ja, und ansonsten könnt ihr auch was gerne in die Kommentare schreiben. Guck mal, die hat sogar ein Messer. So sollte man es nicht gerade sauber machen. So ist auch nicht gerade viel besser, aber egal. Naja, jedenfalls, ich würde sagen, wir sehen uns wieder bei Episode 4, wenn es dann wieder heißt The Last of Us Remastered. Bis dahin, auf Wiedersehen, euer Lautschmer.